Hallo ihr Lieben, ihr habt entschieden, beziehungsweise eigentlich nicht entschieden, denn es gab ein Unentschieden in der Abstimmung. Was soll ich als nächstes testen? Soll ich das Laschei öffnen oder soll ich die Leibniz-Kekse testen? Und weil es ein Unentschieden gab, fange ich jetzt mit dem goldenen Ei an, weil das war der erste Kommentar, war das goldene Ei. Und die Kekse teste ich spätestens Montag, seht ihr die auf YouTube. Und jetzt legen wir los mit dem goldenen Ei-Unboxing von Lush. Sieht das nicht toll aus? Lush ist diese Kosmetikfirma, die kennt ihr, die kommt aus England, da riecht es immer so gut und die sind gegen Tierversuche und ja, das ist einfach alles ohne tierische Zusätze und die kämpfen auch gegen Tierversuche. Deswegen finde ich Lush auch ziemlich cool, die Sachen sind bunt, die Sachen riechen gut und keiner muss dafür leiden oder sterben und das mag ich. Lush ist toll und für Lush kann man gar nicht genug Werbung machen, denn Lush schaltet ja auch keine Werbung und deswegen kann ich mich hier vollkommen als Lush-Fanboy outen, obwohl ich gerade so ein bisschen... ich mache es gerade zum ersten Mal auf ihr Lieben und ihr wisst jetzt, wo diese Dinger landen werden. Ne? Hier auf meinem Badezimmer. Es ist auch nicht das sauberste Badezimmer der Welt, muss ich sagen, aber diese Dinger landen jetzt auf meinem Boden. Aber egal, für Lush mache ich auch gerne mein Badezimmer auf einem Samstag hier sauber. Es ist auch der beste Tag dafür. OMG, das sieht echt dreckig aus. Naja, so, legen wir los. Wir wollen jetzt wissen, was ist in diesem goldenen Lush-Ei drin? Das gibt es übrigens auch in den Lush-Geschäften. Ich war nämlich auch am Dienstag auf einer, oder war das Donnerstag? Ich habe kein Zeitgefühl mehr, Lieben. Nee, das war am Donnerstag. Auf einer Lush-Store-Eröffnung in Hamburg, der neu aufgemachte Laden. Da gab es das goldene Lush-Ei auch sogar zu kaufen. Ich weiß aber nicht, wie teuer das ist. Lush ist nicht ganz billig, aber Lush ist geil. So, wir legen los mit den Lush-Produkten, die der Junkfood-Guru ausfeiert. Und ja, hier ist ein Lush-Ei dabei. Wer hätte das gedacht? Ei im Ei. Und das ist eine Badebombe. Das erkennen wir auch schon an der Konsistenz. Und sie hat den... Oh, krass. Sie hat einen typisch geilen Lush-Guru. Ich habe da so gerade reingepustet, wenn das Ganze in die Augen gefallen ist. Das hier ist eine Lush-Badebombe. Zweiteilig. Das muss ich nochmal ganz kurz hier direkt sagen. Das ist so geil gemacht. Allerdings habe ich es, glaube ich, ein bisschen zerstört bei meinem Transport. Ja, das ist ein klassischer Eierbruch, ist das hier, ne? Oder kriege ich das hin? Schaut mal. Oder gehört das gar nicht da rein? Doch. Das ist eine doppelte Badebombe von Lush, beziehungsweise die haben wir genauso, wenn wir in die Badewanne reinhauen und uns ein schönes Bad gönnen. Weiter geht's mit der nächsten Badebombe, das ist ein goldenes Ei. Oh, why? Oh, ich hab da. Das sieht ja richtig geil aus. Wenn immer mal in Gold baden wollte, hier mit dem goldenen Lush-Ei. Ich habe ja mal in Schokolade gebadet. Badeschokolade. Das Video gibt es auch noch, daher kennt ihr auch den Duschvorhang. Sucht mal nach Baden in Schokolade auf YouTube, Junkfood Guru oder auf meinem Kanal. Da findet ihr das alte Video. Es ist etwas unscharf geworden. Nicht nur, weil ich in der Badewanne bin, sondern auch wegen dem Licht. Also hier, das ist das goldene Lush-Ei. Finde ich auch ganz interessant. Auch eine Badebombe. Und als nächstes haben wir noch ein süßes Lush-Ei. Und das ist auch eine Badebombe. Ich kann ja mal den Geruch beschreiben. Das riecht wirklich sehr frühlingshaft frisch. Sorry, aber bei Lush riecht doch fast alles geil. Man muss immer nur entscheiden, was ist mein Lieblingsgeruch. Ich mag hier so ein... Ja, da bin ich ein bisschen kitschig. Ich mag diesen Rosengeruch ganz gerne. Und es riecht auch immer so, wie es aussieht. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie es riecht. Es riecht genauso, wie es aussieht. Es riecht rosa, frisch und lecker. Es könnte auch ein Einhornei sein. Ganz ehrlich, das ist einfach geil. Weiter geht's. Was haben wir hier noch von Lush? Hier haben wir hier noch eine... Eine Seife. Und dieses Lush-Seifen liebe ich auch. Auch wieder mit Gold. Ich werde heute den ganzen Tag wahrscheinlich mit Glitzer durch die Gegend laufen. Guck mal, jetzt bin ich auch ein Einhorn mit Glitzer auf der Nase. Das ist eine Lush-Seife mit toller Symbolik. Ich versuche da gerade ein Rätsel draus zu wissen, keine Ahnung. Aber fühlt sich auch sehr, sehr gut an. So, und haben wir hier noch was? Golden Egg von Lush. Was steht da drauf? I don't care how I want it. Now. Ja, das stimmt. Das ist so meine Lebenseinstellung auch so ein bisschen. Der Badezimmerboden ist etwas versaut. Ich guck mal ganz kurz. Ich meine sogar in dem... nee, das sind die... Chocolate, guck mal. Hier sind nochmal die Produkte aufgeschrieben. Richtig, richtig cool. Mega. Das war in dem goldenen Lush-Ei, das gerade das, das gerade vom Junkfood-Guru geöffnet wurde. Yeah! Guck mal, das spiegelt sich sogar. Und jetzt könnt ihr vielleicht sogar den Boden sehen. Ich zeige euch mal den Boden, ihr Lieben. Und danach verabschiede ich mich aber auch. Schaut mal, wie es hier aussieht.
Ja, das war alles jetzt auch in dem goldenen Lass-Ei. Es hat mir Spaß gemacht, das Unboxing. Es gibt heute noch ein neues Food-Video übrigens. Ich gehe gleich einkaufen, heute am Samstag in Edeka. Und dann werde ich was ganz, 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 ganz Geiles hoffentlich bekommen, ihr Lieben. Bis heute Abend, ich sag mal so 17, 18 Uhr. Bis dann, tschüss. Und ganz schnell noch Kanal abonnieren, weiterempfehlen und teilen. Bis dann, tschüss.